Wir sind heute in Berlin unterwegs und gucken uns heute genauer an, was im Branchenbericht, dem Branchenbericht für die Automobilwirtschaft und die Werkstattwelt steht. Hinter uns wird der DAT-Report 2023 vorgestellt, hier in Berlin, in der Hauptvertretung der Telekom. Es sind über 1000 Gäste hier geladen. Es sind knapp 1000 Gäste gekommen. Jens Nietzschmann hat gerade deutlich gemacht, dass die Automobilwende eines der wichtigsten Projekte ist, auch in unserer Branche. Wir wollen uns aber ein bisschen genauer angucken, was steht denn eigentlich in diesem DAT-Report, der heute vorgestellt wird. Den hat sich nämlich unsere Redakteurin Carina Hedrich schon angeguckt. Carina, was ist für die Werkstattwelt relevant im Branchenbericht im DAT-Report 2023? Ja, genau. Es wird ja gerade hier präsentiert. Tatsächlich ist es so, dass von einem Ausnahmejahr logischerweise 2022 gesprochen wird, dass dieses sich aber in den Ergebnissen eher im Autohandel und im Autokauf widerspiegelt, nämlich darin, dass einfach aufgrund des nicht vorhandenen Angebotes der Autokauf teilweise verschoben werden musste oder nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Die Ergebnisse für die Werkstatt sind tatsächlich, wenn man die für sich betrachtet, nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Also da kann man den Trend gut ablesen aus den letzten Jahren, der sich fortführt. Also da ist alles die Entwicklung gleich geblieben im Bereich Schaden und Reparaturwartung. Genau, so sieht's aus. Also wir haben nach wie vor ein sehr, sehr hohes eine hohe Wartungshäufigkeit mit 0,98, also knapp einmal pro Jahr. Das ist gleich geblieben. Wir haben zwar einen leichten Rückgang in der Reparatur und damit ein neues Allzeittief, aber das liegt eben auch daran, zumindest begründet das die DAT so, dass die Komponenten am Auto natürlich inzwischen deutlich langlebiger sind, als sie das früher noch waren. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die Menschen letztes Jahr ihr Geld doch ein bisschen mehr zusammengehalten haben und nicht alle kosmetischen und kleinen Reparaturen durchgeführt haben. Wie sieht es im Schaden aus? Im Schaden ist es so, dass 18% der Befragten einen Unfall hatten. Davon haben 10% nur reparieren lassen. Und das Erfreuliche an dem Punkt ist aber, dass die Schadenssumme wieder gestiegen ist. Die liegt jetzt durchschnittlich oder lag durchschnittlich letztes Jahr bei 1.900 Euro. Im Jahr davor waren es deutlich weniger mit 1.400 Euro. Von daher, das ist ein gutes Signal. Ebenfalls gutes Signal ist auch, dass offensichtlich die Werkstattbindungsverträge immer weniger werden. Das heißt, es haben wieder mehr Personen angegeben, dass sie sich frei entscheiden dürfen im Falle eines Unfalls. Okay. Also auch gutes Signal für die freien Werkstätten und nach wie vor liegen die freien Werkstätten hoch im Kurs, wenn es um Vertrauen geht und auch darum, dass die Kunden wiederkommen. Also wir haben knapp 90% Stammkunden, die sagen, ich gehe immer zu meiner Werkstatt und bleibe dieser treu. Das heißt, die Werkstattwelt ist eigentlich relativ zufrieden. Schadenmanagement geht wohl offensichtlich ein Stück weit zurück, zumindest bei den Befragten, muss man ja immer sagen. Genau. Was gibt es noch für Ergebnisse? Oder ist das so das, was du sagst, das ist der Kern? Ich würde sagen, das ist der Kern. Es gibt natürlich, der DAT-Report ist ja, umfasst ja noch sehr viel mehr, aber das ist der Kern. Was man vielleicht noch mal erwähnen kann, ist, dass tatsächlich 50% aller Autofahrer angaben, Angst zu haben, sich ihr Auto künftig nicht mehr leisten zu können. Also das ist vielleicht wirklich noch ein Ergebnis aus diesem Krisen- und Ausnahmejahr 2022. Carina, ganz herzlichen Dank, dass du da auf die Schnelle reingeguckt hast. Wir werden natürlich noch intensiver und genauer berichten. Das wird die Redaktion, Carina und unsere Redaktionsleiterin Ina Otto, werden das für euch zusammenstellen. Und am nächsten Woche Donnerstag werden ganz viele Fakten für die Werkstattwelt, aber auch aus der Automobilwirtschaft sozusagen für euch aufbereitet werden in unserem Newsletter. Donnerstag nächster Woche könnt ihr den Newsletter dann lesen und auch alle Fakten vom DAT-Report. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen Netzwerken. Es sind sehr, sehr viele Menschen hier. Wir haben die Verbände natürlich, die hier sind. Automobilwirtschaft ist hier. Wir haben einige ZKF gesehen, Peter Börner gesehen, Thomas Aukamp vom ZKF, BVDP ist hier. Also es sind alle Verbände vertreten. Auch Werkstätten sind hier. Und da stürzen wir uns jetzt mal ins Getummel, Carina, und werden mal gucken, was die Branche so Anfang des Jahres 2023 denkt, sagt, meint. Und wir berichten darüber. Vielen Dank. Danke, Carina. Gerne.